da, ne? Ja, immer noch groß genug, es war ein B-Tier. Ja, das ist halt krass. Ja, Deutschland hatte halt so die ganze Zeit nur so kein großes Turnier gehabt, kein europarelevantes Turnier. Ja. Diesmal zum ersten Mal. Ich bin so froh. Ich bin auch sehr froh. Also ich wurde 17. Oder, ne, weißt du was, es geht hier nicht um mich, es geht jetzt um das Set. Es geht um das Set. Es geht um das Set. Es geht um Mali, den Wusi. Und der Wusi mit dem Snake, der hat sich gestern Abend um 2-3 Uhr nachts, hat er sich sogar extra noch vorbereitet mit Snake. Extra für dieses Matchup. Für dieses Matchup. Hast du ein bisschen Intel, weißt du mehr darüber? Was so seine Conclusion ist. Nee, ich weiß nur, dass er einfach nur Snake spielt mit gegen Bayo. Also mehr meinte er auch nicht. Also Joker hatte irgendwie nicht so Bock gehabt. Oder Fox. Ja, ich weiß gar nicht, wie so seine Character Situation gerade aussieht. Gibt's den Fox noch? Es gibt den Fox. Aber den wird er nur in bestimmten Matchups auspacken. Ich glaube, der wird heute mostly Snake spielen. Ja. Vor allem gegen Bayo nicht. Das hört sich sehr nervig an. Ja, da hätte ich auch irgendwie weniger Bock drauf, wenn ich so drüber nachdenke. Und jetzt gerade halt auch wirklich extrem even, ne? Also die Trades, die Grenades machen es einfach so, ruinieren einfach so viel für Mali. Ja, ja. Also der Samu, mit dem habe ich ja gerade noch geredet. Ich habe ihn mal gefragt, was ist eine der schlimmsten Matchups für Bayo? Und der meinte tatsächlich auch, Snake gehört damit dazu. Ich kann es auf jeden Fall sehen, so wenn. Ja, also die Hitboxen von Bayo sind halt groß genug, um halt immer die Granaten zu triggern. Vor allem halt auch, wenn Snake halt mit dieser Granate hinterrücks auf dich zuläuft. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja. Ja, dann, ich meine, was willst du da machen mit Bayo? Außer halt grabben. Aber ich meine, Snake kann ja einfach Spot dodgen. Genau, das ist. Das ist halt der Knackpunkt und, aber eigentlich, ne, ich meine, es ist zwar nur Game 1, aber der Mali. Ja, sie gar nicht so schlecht. Ich meine, ja. Ich meine, das Saving Grace ist, wenn Mali einen Hit kriegt, dann kann es halt Snake so gut kombonieren. Und Bayo ist auch so gut offstage. Also, das ist jetzt nicht komplett hoffnungslos. Nee, also ist auf jeden Fall wie machbar. Es scheint, ja, das ist wirklich. Gerade in Ultimate finde ich, dass selbst die schwereren Matchups halt alle machbar sind. Ja. Zwar macht man es sich halt schwerer, aber. Solange du gutes Advantage hast oder jetzt gegen einen Charakter spielst, der kein gutes Advantage hat, kann alles passieren, ne? Ja, aber dafür fühlt sich dann halt auch die Wins viel geiler an, wenn du gegen ein schweres Matchup gewonnen hast. Ja. Man fühlt sich richtig geil danach. Ja, wieder der Abtilt, das ist immer so gemein. Damit hat er mich gestern Abend auch die ganze Zeit getroffen. Das ist, ich mag es nicht. Ich mag es auch nicht. Um es nicht zu formulieren. Ich war immer wieder kurz davor, mich selber umzubringen. Mit einem Abtilt? Von Wusi im Real Life geabtiltet werden. Zweifache Runner-Up und beste Roymer in Deutschlands eh? Und bester Runner-Up Deutschlands. Rhinos doch. Ich dachte, Rhinos der beste. Runner-Up? Roymer. Den gibt's doch gar nicht mehr. In meinem Herzen ist er immer noch da. Der ist in Rente. Find dich damit ab. In meinem Herzen lebt noch Rhino. Mm-mm. Aber vielleicht lebt Mali das jetzt nicht oder Uzi, wer weiß. Zwar, Bayo hat auch sehr oft Probleme zu können und vor allem gegen so einen fetten Dude wie Snake, das ist immer sehr ärgerlich. Und dann kann Snake dich einfach killen. Das ist. Da musst du dann wahrscheinlich einfach mehr auf Stray-Hits, also so eine Stray-Backair einfach dann hoffen, dass sie dann trifft. Oder halt Up-Tilt-Backair tatsächlich auch, die Falco-Kombo, die geht ja auch bei Bayo. Ja. Aber kann er ja auch killen, aber ob der Wusi sich davon treffen lässt, ist halt die andere Frage. Gerade das oder so. Wenn jetzt irgendwie so ein Ashguard was capitalisieren kann, dann. Ja. Oh. Ah, das war sehr schade. Ich respektiere den Versuch. Aber leider war der Air Dodge schon echt saftig vom Wusi. Ja, und dann Downthrow mit den Kill holen. Dash Attack. Oder auch nicht? Nö. Weißt du was? Ich halte einfach meine Fresse. Was? Na, das zählt nicht. Replay. Zählt nicht. Ich finde, alle Up-Tilt-Kills zählen nicht. Ich bin derselben Meinung. Also hat Mali eigentlich Wusi getree-stalkt. Ich finde, Wusi sollte einfach lieber Joker spielen. Joker? Wieso? Hört man das eigentlich, wenn ich was trinke? Denk nicht selber nach. Weil dann schiebe ich das Mikro einfach immer wieder hoch. Bevor man mich da irgendwie am swallowen hört. Game 2. Jetzt, hast du die Stage gesehen? Nein, aber ich sehe okay. Ich sehe sie jetzt auch. Ja, das ist so ein Matchup, so, weißt du was, I don't give a shit. Das auch PS2 spielen. Ja, aber das ist so boring. Ich hasse diese PS2-Kultur. Ja, ich meine, vor allem Snake liebt PS2. So, der kann einfach um sein Haus spielen, kann einfach die C4, kann es einfach gar nicht hingehen. Ja, aber umso dümmer eigentlich von Mali, dass er da trotzdem PS2 geht.
Ich finde, das hat einen großen Wert, wenn es einfach dein Comfort-Pick ist. Auch wenn es bad ist, wenn du wirklich der Meinung bist, hey, ich fühle mich hier wohl, dann go for it. Manchmal muss man aus der Komfortzone einfach raus, um zu gewinnen. Ja, das auch. Mhm. Und ich glaube, ich sterbe auf diesen Hügel. Okay. Ich glaube, das ist eigentlich eins vor diesem Matchup, wo der aus seiner Komfortzone raus müsste. Auf jeden Fall. Ich meine, was Bioflash haben kann, ist, sind die Kills oben. Aber ich überhaupt Kill, so einen Kill zu bringen, sondern immer ein Combo. Ja, oder halt einfach mal den Afro. Ja. Das ist einfach auch ein Afro. Also wenn ein Char ein Afro hat, der killt, dann finde ich, dann ist dieser Char des Todes privilegiert. Noch privilegierter als ein Weißer. Ja. Einfach nur ein Weißer, das war's. Okay. Ich fasse eh gerade unethisch an. Er fässt mich unethisch an. Ja, und Snake hat gerade Bio unethisch angefasst. Und hat den Kill geholt. Das ist zwei Stocks und zwei Stocks. Unglaublich. Aber da hat Mali die Kill wieder. Oder auch nicht. Ja, Mali kriegt die Edge Guards nicht, ne? Der Busi recovered irgendwie so asozial, dass er halt einfach so unter der Stage so direkt so sich da herlangsneakt. Und der Mali kann halt höchstens nur einen Berger into die Stage kriegen und der Busi detectet halt einfach, ne? Was mich aber auch beeindruckt bei seinem Alter, dass er das immer noch tacken kann. On Reaction. Ich finde, tacken ist jetzt nicht so schwer in Ultimate. Du kannst ja wirklich sehr große Detect-Zeitpunkt. Ja, aber man muss es ja trotzdem bekommen, ne? Kann man ja trotzdem wissen. Unglaublich, dass Wusi überhaupt hier sitzen kann, ne? So alt wie er ist. Und das sogar noch ohne seinen Pfleger. Ja, wirklich. Ich glaube, deswegen spielt er auch Snake, weil... Weil Snake auch alt ist? Weil du nicht mehr die Brain Capacity brauchst und den Prinzip verstehst. Ja, okay, du. Das macht Sinn, du bleibst halt einfach hinten, du schmeißt deine komischen explodierenden Bälle. Das T4 hat mich übrigens gestern auch die ganze Zeit getroffen. Ich habe das nie gerafft. Wann der das gelegt hat, irgendwie sah das für mich so sneaky aus bei dem. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Vielleicht hat er einfach gehackt oder so. Das kann auch gut sein, das können wir nicht wissen. Das können wir nicht wissen. Wer will das Spiel nicht checken? Wer weiß? Ich check das Spiel wirklich nicht. Boah! Ah, das hätte wirklich böse enden können. Das wäre richtig saftig gewesen für den Mali. Das wäre auch der nötige Confidence Boost gewesen. Ah, keine Position hier. Und ah, die Becker ist so aktiv, ne? Was ich hasse die. For no reason. Ich hasse diese Becker. Und den Move hasse ich auch. Ey! Stream? Wir können auf weiter gucken. Wir sehen auf deren Bildschirm gucken. Und? Oh nein, der ist tot. Ja, der war gerade am Hängen. Ah, der F-Tilt. Ja, also Snake-Tilt ist auch so ein Ding, wo halt kaum jemand drüber redet. Also ich glaube, ja, also, ich bin keine Rede über Snake-Tilt. Ja, Down-Tilt ist ja auch einfach eine Anti-Air. Größer als als ganzer Mensch. Und du bist groß. Ich bin groß und auch sehr stämmig. Das freut mich zu hören. aber ich glaube, Snake hat auch keinen einzigen Tilt, der langsamer ist als Frame 6. 6? 5? 6? Kann gut sein. Das ist halt super asozial. Und eine Frame 3 Aerial. Und eine... Down Air. Also der Snake, der kann gut boxen. Das... Ja, okay, der ist ja aber auch halt, ne? Der ist ja halt... Military trained dude. Macht eigentlich schon Sinn, aber ich will das trotzdem nicht in mein Spiel haben. Das Militär? Snake. Game 3. Diesmal Small Battle hier. Ja, die Komfortzone wurde gebrochen. Jetzt ist halt so ein bisschen. Ja, jetzt sind wir halt auf ein bisschen PS2 nur. So ein bisschen. 95% PS2. Da hast du das gesehen. Das macht mich so sauer. Ich meine, das wird hier gerade zu einer Snake-Hate-Show. Müssen Wusi ein bisschen in den Credit gehen. Nur ein bisschen. Also, Wusi ist ein toller Spieler. Und ein toller Mensch. Ich mag die Art, wie er redet. Ich finde, der Gino PowerPT kann den unglaublich gut da. ja, keine Ahnung, ansonsten halt chilliger Dude, aber ich mag seinen Snake nicht. Aber da ich ja jetzt Kommentator bin ich jetzt einfach mal wieder unbiased. Du bist unbiased, oh, die letzten zwei Minuten sind nicht passiert. Ja, der Hate ist jetzt vorbei. Der Hate ist ja vorbei. Wir lieben Snake in diesem Haus. Das ist aber auch nicht unbiased. Scheiße. Weißt du, ich habe einfach keine Meinung über irgendwas. Genau. Snake muss nicht sein, aber der kann auch nicht. Ich fand diesen Erkel nicht gut und nicht schlecht. Ab.
stehen neutral zu der Sache. Der war sehr moderat. Sehr moderat. Übrigens, Snake Up wäre auch. Okay. Ja. Snake Up wäre. Würde ich den ersten Smash raten von 1 bis 10, würde ich eine 5 geben. Eine 5 von 10? 5 von 10, sehr moderat. Moderate Dash Attack. Ja. Ja, ne? Treffen sich nicht für 10 Sekunden. Ja. Wie findest du das eigentlich, wenn es einfach mal so richtige Stille gibt bei den Kommentatoren? Wenn keiner weiß, was er sagen soll. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Stark. Ja, oder? Ja, dann, ja, okay. Ja, dann geht's wieder weiter. Ich finde, wenn sich die Gegner sich gegenseitig treffen, dann haben wir auch nichts zu sagen. Honestly. Aber Falco Tuso macht das ja auch. Der sagt ja trotzdem irgendwas. Der ist einfach Rapper. Ist auch einfach anders. Der ist wirklich anders. Der ist anders. Er sieht Sachen, die wir nicht sehen. Der sieht höchstens Ayran auf Rinos Hose. Checkst du nicht? Ich check den. Okay. Du lachst nicht. Ich dachte jetzt. Okay. Übrigens auch kriminell, dass das Snakes Down Tilt eine Anti-Air sein kann, aber nicht Bayou jetzt in ihren Ledgehang getroffen hat. Falco's Down Tilt kann das auch und Falco's Down Tilt ist einfach ein Swordy Down Tilt. Ja. Ja, es ist halt Real Talk einfach ein Swordy Down Tilt. Wenn du den versuchst zu grabben, bist du tot. Du kannst Falco Down Tilt nicht grabben. Was ist denn da passiert? Meine Schuhe. Ich habe wirklich nicht hingesehen, ne? Also, ich frage mich eigentlich auch, wie viele uns überhaupt noch zuhören. 1000 Leute, wie gesagt. Es kommt mit 1000 Leute zu. Aber meinst du, wir wurden nicht gemütet von den ganzen Leuten? Nein, die haben es noch lauter gemacht. Die haben ihre Stereo Surround Sound Boxen rausgeholt aus dem Keller. Am besten noch mit Subwoofer für meine Bassstimme. Genau, genau. Haben ihre Freunde eingeladen, damit wir 2000 Zuschauer haben. Oh shit. Ja. Ich habe ganz vergessen, dass gerade ein Match von uns zu sehen ist. Ja, irgendwie, ja. Das ist halt Bio Snake. Ich meine, es ist halt gerade einfach sehr patient neutral. Mali findet halt seinen Weg halt nicht rein. Muss aber irgendwas machen, damit er halt das Game noch irgendwie ziehen kann, weil sonst befindet er sich in Losers Side und nach dem zweiten Winners Set schon. Das will natürlich niemand. Das ist keine schöne Erfahrung für irgendwen. Deswegen muss er sich jetzt mal ein bisschen irgendwas einfallen lassen oder sich einfach treffen lassen von der Nikita. Grüße gehen raus an Nikita. Ich kenne Nikita nicht. Also nicht die Rakete, sondern eine Frau, die Nikita heißt.